Bronchoskopie hat keine Ergebnisse gebracht. Ich muss dann mal direkt in Ihre Lunge schauen. Was soll das heißen? Könnt direkt in meine Lunge schauen? Aufschneiden und nachsehen. Und wozu? Weil es wichtig ist, eine saubere Diagnose, einen medizinischen Beweis zu haben, ehe man mit der Therapie beginnt. Also mir wird hier alles verwehrt. Ich darf da nicht mal meine Zigarette rauchen. Ich habe keine Lust, mir das vorschreiben zu lassen. Mhm. Und dann ist dieser Oberarzt, und ich dachte so, was ist so ein arroganter Schnösel? Entschuldigung, wo kann man denn hier rauchen? Was? Sie werden sich in einem sterilen Raum befinden. Jede Bakterie, jede Viren kann tödlich sein. Also Rauchen ist völlig ausgeschlossen. Wirklich. Manchmal habe ich, das darfst du aber niemandem sagen, heimlich an ihn geraucht. Ich habe ja gewusst, dass du rauchst. Du hast einen Grund, warum du aufgehört hast. Du hast ein Baby im Bauch. Und du hörst für dich selbst auf. Ist doch auch schön. Für die Gesundheit, gegen den Krebs. Du hast doch auch noch alles vor dir. Du hast doch noch ein ganzes Leben vor dir. Anja, so läuft es nicht. Es tut mir wirklich leid, dir da deine Illusionen zu rauben, aber ich habe eine Glatze, ich habe Zahnstocher, Beine. Ich fühle mich richtig unbegehrt und unsexy. Jetzt habe ich genau das Richtige für Sie. Komm her. Was wir haben. Ey, der ist schon prall. Mhm. Er ist gerade wach. Quicklebendig. Oh, der tritt. Mhm. Der tritt auf und ich tritt ab. Nee, du. Er tritt auf und du trittst aus dem Krankenhaus raus. Ja. Krebs gebissen.